So, und da bin ich auch wieder zurück. Ja, wie gesagt, war mit dem Hund, ne? War mit dem Hund unterwegs. Herzlich willkommen zurück. Und jetzt wollte ich mal eben das nochmal machen. So, der Leuchtkäfer, der muss leider mal eben weichen. So, und dann so. Ne? Ja, das passt schon viel besser. Wie gesagt, hier können wir noch ein paar Podeste hinstellen. Das mache ich mal eben. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Wie viele brauche ich denn? 5 oder 6? Ich nehme mal alle mit. Ne? Dann haben wir das nämlich hier soweit fertig und dann können wir wieder in Twilight Forest rein. Weil, wie gesagt, wir haben da noch ein bisschen Business zu tun. Ja, doch. Bisschen Business zu tun. Okay, warte mal. Das ist natürlich jetzt blöd. Dann müsste das theoretisch so. Ne, wenn dann... Will ich das natürlich, dass das auch hier... Ah ja, das geht nicht. Ich muss den Leuchtkäfer mal eben hier nach oben packen. Uah. Hässlich. Hässlich wie die Nacht. So, ne? Ja, und später könnte man hier vielleicht noch eben so... Ne, zack. Und theoretisch hier auch nochmal. Dann machen wir das erstmal so. Gut. Pass auf, ich renne jetzt nicht bis nach hinten. Ich mache das jetzt einfach hier mal rein und dann... Begeben wir uns mal auf die weitere Suche. Kann man noch mal kurz pennen? Ja, noch hier ein bisschen, ne? So, Sunrise, da ist schon Sunrise, aber... Gut. Dann muss ich mal... Hier geht es weiter, Sumpf Twilight. Da muss ich... Ja, da ist jetzt natürlich ein bisschen... Pass auf, ich mach erstmal den. Und dann... Ist das das, wo wir waren? Nee, 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 das war nicht der, wo wir waren, ne? Oder? Sumpfbeileid. Ich glaube, das war das hier, genau. Pass auf, dann würde ich dich nämlich mal wieder mitnehmen. Hier mache ich erstmal wieder an, beziehungsweise hier. Ach, habe ich hier... Was? Okay, pass auf, dann mache ich das so. Und pack den hier mit rein. Ne, dann würde ich mich nämlich erstmal auf die Suche mal wieder begeben. Was ist das denn? Achso. Weil wir haben ja noch einiges offen. Ne, Hydra ist, glaube ich, das nächste, was wir machen müssen. Turm des Lichts haben wir auch. Aber habe ich jetzt... Ehrlich gesagt, keinen Nerv drauf. Ich möchte gerne... Hier, guck mal, das sieht auch, wenn wir auf der Karte gucken, das sieht auch aus wie eine Höhle. Ja, das könnte eine Koboldhöhle sein. Ist da oben eine Fackel? Waren wir hier schon vielleicht? Ich auf jeden Fall Spinnen. Ne, ist ein Leuchtkäfer. Ich würde mich von oben vielleicht einfach mal runtergraben. Ne, ich weiß halt nicht, ob es hier einen Eingang gibt oder nicht. Das ist immer so die Frage. Weil das sieht mir doch immer nach Höhle aus. So, ich mach mal den hier. Stein. Okay. Ich will einfach nur mal schauen, ne? Vielleicht haben wir ja das Glück und es wirklich dann jetzt gleich da irgendwo ausgehöhlt. Aber ja, wissen tue ich es natürlich auch nicht. Oh, la 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 la. Aber ich glaube, da kommt nichts mehr. Nee. Nee, nee, nee. Was haben wir hier? Eisenerz, okay. Glowstone. Okay. Glowstone wächst nicht einfach so. So, das Eisen nehme ich immer mit. Das können wir immer gut gebrauchen. Warte mal, ich mache mal kurz Shapeless. So. Hier ist ja alles voller Erz. Na gut, das ist eine Höhle da, aber... Hilfe! Ich will nur wissen, warum hier Glowstone ist. Das will ich ja wissen. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder ist das wirklich so, dass die Höhle da... Soll ich mal runterfliegen? Komm, ich flieg mal runter. Ja, das ist so eine spezielle Höhle, ne? Ja, das ist so eine spezielle Höhle. Ach du Heilige.
Das ist so eine Koboldhöhle. Ja. Die Frage ist natürlich. Da haben wir auch Kisten und so. Gibt es hier irgendwo einen Eingang? Ich glaube nicht, ne? Was haben wir da? Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay. Pass auf, ich mach mal den jetzt hier. So. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Hilfe. Aua. Weil wir haben hier auch einiges an Erz. Hahaha. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da! Rotkäppchen! 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 Was ist das Rotkäppchen? Okay. Ich will natürlich jetzt hier passendere Musik machen. Da ist wieder so ein Schwein. So ein Schleimmoppet. Gut, wir haben ja natürlich das große Glück, dass wir jetzt hier einfach runtersliden konnten. Aber ja, wir müssen halt. Da ist nochmal so ein Dämmergespenst. Hallo. Oh Gott. Eieieiei. Ich weiß halt nicht, wo ich hier als erstes hinlaufen soll, ne? Das ist so, ja. Theoretisch, glaube ich, würde es Sinn machen, wenn man, das Glowstone vielleicht mitnimmt, dann weiß man ungefähr, okay, da waren wir schon. Aber I don't know. So. Tschüss. Hallo. Loot Chest? Okay. Okay, das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Hallo. Alter, guck mal, wie viel Kohle wir hier haben. Alter. Junge. Das ist ja hier wie ein Paradies. Das ist ja wie ein Paradies. Du weißt schon, dass ich nachher... Ich muss hier alles mitnehmen, ne? Was hier an Erz ist. Das ist dir schon bewusst. Ich kann das nicht einfach so stehen lassen. Das geht nicht. Das ist da... Nein. Mein innerer Schweinehund. Oder mein innerer Messi. Will das nicht. Aber dann ist das tatsächlich so eine Höhle. Okay, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so aufgebaut sind. Das ist ja mehr oder minder. Und es ist riesig, ne? So eine riesige Koboldhöhle. Oh. Hallo. Hexe. Tschüss, Hexe. Wo ist denn hier das Rotkäppchen? Rotkäppchen, wo bist du? Oh. Wo? Irgendwo hier, ne? Da ist es doch. So. Tschüss. War schön mit dir. Diamant. Oh. So, bleib hier. Bleib hier. Diamant. Das nehme ich auch direkt mal mit. Eigentlich, weißt du was? Eigentlich wäre es schlau. Ja, es wäre schlau, wenn wir hier den Digital Miner mal reinstellen würden, ne? Ich glaube, das macht Sinn. Weil der kann dann nämlich direkt auch von der Decke abbauen. Dann können wir uns das nämlich sparen. Ja, ich behalte das mal im Hinterstübchen. Hallo. Oh. Hexe, hier haben wir alles vertreten. Entschuldigung, Hexe, aber leider musst du. Kill 50 Witches, sehr schön. Freut mich. Und nochmal ein Rotkäppchen. Wow. Was ist denn jetzt hier los, sage mal. Hier geht ja richtig die Party ab. So, tschüss. Ma, jetzt ist doch mal gut hier. Alte Schleimmoppet. Mann. Vergift doch noch 20 Sekunden. Willst du mich verarschen? Alter Falter. Oh. Ja, ich muss hier mehr ausleuchten. So.
Da, Mondwurmkönigin, da ist sie. Ja. Die brauchten wir auch. Quest completed. Die alte Mondwurmkönigin. This item is like a torch launcher. It launched moonwarps at the largest block. Okay, warte mal. Ach, wie witzig. Mondwurm. Okay. Das ist sehr interessant, aber auch irgendwie sehr ekelhaft. Ne? So. Ja, ich hole gleich... ich höre schon wieder Rotkäppchen. Rotkäppchen. Was ist das denn da für eine Party? So, ciao. Und du auch, ciao. Wie gesagt, die anderen Creeper, die lasse ich mal, ne? Die tun ja keinen was zu leide. Ah, Wandelpulver, sehr schön. Die Fackelbeeren nehme ich auch mit. Erzmagnet. Nice. Da haben wir wieder eine Quest completed. Sehr, sehr schön. Oh, hier geht's noch weiter runter. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Aber finde ich gut, dass er direkt anfängt zu brennen, ne? Ich muss gleich mal... Mist, jetzt habe ich es gar nicht gesehen. Hilfe, nochmal ein Rotkäppchen, Hilfe! Junge! Mich verarschen hier! Was ist denn das hier schon wieder für eine Betriebsversammlung? Ich frag mich, ob die auch hier irgendwo Spinnspawner haben. Alter, wie riesig das hier ist, ne? Wie riesig diese Höhle einfach ist. Alter. Müsste darunter nicht ein Spawner? Nee, doch nicht. Ein Feuerkäfer. Bitte nicht wieder diese Zangenkäfer, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ah, guck mal hier. Creeper-Spawner. Ah. Ja, hier sind einige Creeper. Für einen Rekord, ne? Wisst ihr noch, für einen Rekord. So, ciao. So, tschüss. Hallo. Alter. Junge. Das ist riesig hier. Das gibt es doch nicht. Das ist riesig hier. So, hier haben wir noch eine Kiste. Wie gesagt, die Pfeile und so. Obwohl, die Pfeile können wir ruhig mal mitnehmen. Aber die Kartoffeln und so, das brauchen wir nicht unbedingt. So, ich möchte hier so gut es geht alles ausleuchten. Ja, ich mach... Sobald wir, oh Gott, was ist das denn hier für eine Party? Spawner-Party. Hier sagen wir auch nochmal, Skelett-Spawner. So, schnell weg damit. Kein Wunder, dass hier so viele Mobs sind. Er denn auf dem Kopf. Okay, pass auf. Na, ich wollte... Mann! Ich wollte eben die Truhe mitnehmen. Da vorne. Ja, ich nehme ihm kurz die Truhe mit. So. Okay. Kaktus. So. So. Oh yeah, baby. Das Ding ist, wenn wir das natürlich abbauen, mit dem Digital Miner. Was denn? Dass wir da, glaube ich, die Erfahrungspunkte gar nicht bekommen, ne? Jetzt zum Beispiel bei Kohle oder so. Ja, dann ist das leider so. Oh nein, so ein... Ah, das ist so ein ekliger Käfer hier. Ah, ist der ekelhaft. Der ist ja richtig ekelhaft. I'll be back. Mein Gott, ey. Na, na mal. Hier ist irgendwo bestimmt noch ein Skelett-Spawner. Oh. Ja. Höhlenspinn-Spawner. Oh, okay. Die Höhlenspider. Mir juckt die Nase. So. Huch. Irgendwo ist noch irgend so ein Spinnvieh. Oh. Hallo, Rotkäppchen. So, tschüss, Rotkäppchen. So, wo war die Spinne da? So, tschüss.
Habe ich gerade einen Zombie gehört? Wow, das wäre das erste Mal, dass ich hier einen Zombie sehe. Oder höre. So.